Herzlich willkommen zur Tafelenglers Tour 2015 hier am Liebknecht-Stausee. Oh, shit, fehlt es. Ich bin wieder ein, guck mal. Fisch! Jochen, wenn das jetzt ein Zander ist, Mensch. Das ist eine Brasse. Es ist ein Zander, bitte. Oh Gott, hängt der knapp. Oh nee. Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ich hab ihn. Er hat ihn. Und der ist aber schwarz, ja? Sehr gut. Ich habe doch gesagt, ich bin total motiviert. Ich habe nur keinen Bock mehr. Dem geben wir ganz genau 50 cm. Okay. Tschüss, Kollege. War aber nicht gerade ein Hübscher, wa? Meine Hauptroute wird sein eine Shimano Stradic 71 mH mit einer Vanquish Größe 3000, 015er Power Pro und Schnurcarbon-Blattschnur als zweite Kombo, die ich vor allem zum Angeln mit dem Wobblauch einsetzen möchte. Es wäre die Biomaster S71M mit 10 bis 35 Gramm Wurfgewicht, auch 2,15 Meter lang, und da ist jetzt die neue Stradic 2500 drauf, die heuer ins Programm gekommen ist, zumindest in Österreich erst seit heuer. Ja, Hans-Peter, was hast du so im Einsatz? Ja, Fisch. Die Sustain mit 5 bis 25 Gramm Wurfgewicht, mit einer Länge von knapp 2,50 Meter, also 2,45 Meter. Ja, als Rolle verwende ich auch die Stradic. Wir haben uns beide überlegt, dass wir eine Rolle verwenden, die eben eine höhere Übersetzung hat. Speziell weil die Wassertemperatur eben schon bei 20 Grad ist, dass wir eben relativ zügig und schnell die Köder führen können. Aus dem neuen Japan-Programm für Deutschland, das ist hier einmal eine ganz normale Spinnroute, die Via Luna XR mit einer Länge von 2,59 Meter mit einem Wurfgewicht 6 bis 28 Gramm. Das halte ich für ideal, um Köder so in dieser Größe zwischen 10 und 12 cm zu angeln. Hier mit einer 4000er Accents-Rolle, die so auch zusammen geliefert werden und eigentlich auch salzwassertauglich sind. Ja, die werde ich heute hier durchchecken. Und meine zweite Kombo ist eine Baitcast-Kombo, auch aus der Japan-Serie. Das ist die Poison Arena. Die hat ein Wurfgewicht von 7 bis 21 Gramm. Und mit der möchte ich probieren, vielleicht mal einen Zander im Mittelwasser zu fangen, wenn wir über vielleicht mal einem flachen Plateau stehen, mit so einem Suspender-Wobbler. Das hier wäre der Rapala MaxRap Fat Minnow. Die hat eine sehr hoch übersetzte Baitcast-Rolle drauf, das ist die Metanium, die auch so quasi zu der Route gehört und so zusammen eigentlich auch verkauft werden soll. Und diese, also das Besondere an dieser Rolle, was mich da sehr fasziniert, ist der Einzug von 90 cm. Also sie ist extrem, die hat eine 8:1 Übersetzung und ist also ungewohnt schnell und angenehm schnell halt für eine Baitcast-Rolle. Tolles Teil. Eine ganz, ganz feine Route, ne? Die hat nur ein Wurfgewicht 4 bis 12 Gramm. Die X-Sprite mit einer kleinen 2500er Rolle, 12er geflochtener Schnur. Ganz feines Geschirr, da machen eben auch 50er und 60er Zander richtig Spaß mit. Die hat aber auch eine schöne Bissübertragung, mit der habe ich auch schon Meterhechte gedrillt. Das ist eine schöne Route zum, wie gesagt, zum Gummifischangeln. Und dann habe ich eben noch eine Cast-Route dabei, hier jetzt mal mit einem Texas-Rig geriggt.
ohne Perle, ohne Schnickschnack. Mir wurde gesagt, wir fischen hier teilweise in versunkenen oder überspülten Wäldern. Da gibt es viele Hänger. Da möchte ich keine Tangstengewichte abreißen und auch keine Glasperlen. Da möchte ich so wenig Verluste haben wie möglich. Nachdem wir jetzt 2 Stunden wetterbedingt Pause machen mussten, weil einfach zu viel Wind war, Schaumkronen am See, sind wir jetzt in der schönen Abendstimmung wieder ausgefahren. Das ist hier der erste Spot, hat sich aber noch nicht als fangträchtig herausgestellt. Jetzt schauen wir gleich weiter. Wir sind jetzt in einem anderen Bereich vom See als vor der Pause. Dort hinten irgendwo müsste es wieder so einen versunkenen Wald geben. Den versuchen wir jetzt kurz zu finden und werden dann wieder so auf 4, 5, 6 Metern angeln wie zuvor und schauen wir mal, ob wir in den Abendstunden jetzt noch ein bisschen Glück haben. Die Kollegen sind auch da in der Gegend, die sind uns da gefolgt. Barsch, sieht barschig aus. Ja. Ich will natürlich, dass es ein Zander ist. Das ist eine kleine Zanderfritte. Jawohl, Mensch, geiler Typ. Wir haben es drauf. Der heißeste Typ da vorne drin. Hier, Mini-Zander, aber der bringt uns wieder ein Stück nach vorne. Ich wollte jetzt gerade sagen 30, aber er ist auf dem Kopf 35. Okay. Hä? Okay. Auch aber ein nuckliger Biss, ja. Wirklich nicht toll. So, jetzt schau noch kurz auf deinen Kopf. 14er war das jetzt. War jetzt ein 14 Gramm Kopf. Ich habe einfach den nächsten Elektro genommen, der mir da hinten entgegenkam. Und der hat jetzt 14 Gramm Kopf. Ich mag gern kurz und aggressiv. Das ist eigentlich mein Style. Nachdem ich jetzt 3-4 Mal abgerissen habe, spektakulär. Ich werde es einmal eine Stufe höher probieren mit dem Netz. Naja, immerhin ein Barsch. Sehr schön. Boah, der hat ihn weggelutscht. Komplett inhaliert. 7,38. Ja, Wahnsinn. Wunderschöner Barsch. So, gut, fertig für heute. Nein, ich glaube, es ist nicht. Das ist mein Extrem, das ist schon hier. Also, die Jacke weggeschmissen ist. Ja, ich versuche jetzt hier erstmal, das ist ja der erste Spot. Ne? Wir stehen jetzt hier in so einem Wald oder beziehungsweise über einem
gefluteten Waldstück. Man hat immer mal einen Baumstamm dran auf jeden Fall, gibt hier auch Abrisse, aber dazwischen stehen halt die Zander und ich versuche jetzt einfach mal mit meiner Jig-Route, absolute Weitwurfroute, viel Fläche abzudecken, relativ schnell zu fischen und irgendwann mal hoffentlich einen ersten Zander zu kontaktieren. Dem Ding kann man halt echt mal richtig durchladen. In der Barsch? In der Barsch sein. Wenn man sich also zulernen lässt. Oder ein kleiner Zander. Hauptsache kommt ein Tee. Ein Zander. Nicht einmal klar, yes. Jawohl. Petri. Strecko. Boah, der ist dünn. Der ist dünn, ja. Da geben wir noch mal den Zeiger. Ja, zeig mal her. Ja, der ist dünn. Ein bisschen ramponiert noch vom Leichtgeschäft. Dürfte ein Männchen sein. Ich hätte den 45 geben. Ja, lass mal wieder zurück. Oder? Jetzt. So, Büsche. Gib Gas. Ja, bitte. Die Uhrzeit ist 10.30 Uhr. Ja, also das hier ist was ich total viel benutze, eine ganz einfache Dropshot-Montage, bei der der Haken oberhalb von einem Blei sitzt hier. Das benutze ich vorzugsweise mit kleinen Ködern, wie hier diesen 7 cm Gummifisch. Der große Vorteil daran ist, dass ich weit werfen kann mit dem schweren Blei, am Grund bin, aber den Köder etwas über Grund anbieten kann, aufgrund von diesem Abstand hier zwischen Blei und Fisch, was ich variieren kann. Und der Köder wird selbst nur vorne, sogenannt Nose-Hooked, eingehängt und das ermöglicht dem Köder maximale Bewegungsfreiheit und dem Fisch eben auch die Bewegungsfreiheit, den Köder so zusammenzufalten und einsaugen zu können. Das ist vor allen Dingen in Situationen, wenn die Fische etwas vorsichtig, nucklig sind, wie wir sagen, oft sehr, sehr effektiv und bringt dann noch so ein paar Bonusfische, ja, zum Grund runterlassen. Und dann wird das einfach so mit Stops eingeholt. Besserer. Super. Besserer Fisch. Der Hund knallt rein. Messer 60. Nein, doch nicht. Hans-Peter, was machst du? Hä? Schau, dass du gleich einen Kescher drin hast. Ja, gescheit draufgedruckt. Jawohl. Bitteschön. Danke. Ich lasse dir das aber am Fisch weiter, gell? Wenn jetzt gerade Beißphase ist, dann nützt mir das aus. Ah, ich hänge. Super. Also sie sind definitiv aktiver und beißfreudiger, sie knallen richtig rein. Warte, dann legen da schon hier das Lineal. Ich nehme gleich so. Der hat 48. Während ich da neu montiere, muss ich jetzt kurz mal was erwähnen. Wir haben heute die Meiner-Mondphase, also den Punkt, wo der Mond am höchsten steht, ist heute um 10.08 Uhr. Und erfahrungsgemäß ist eine Stunde nach dem Punkt, wo der Mond am höchsten steht, so, also bis die eine Stunde danach ist einfach Beißphase. Und wir sind jetzt wirklich genau so um 9:45 Uhr an den Spot gekommen und haben quasi jetzt die ganze Zeit Biss auf Biss gehabt. Jetzt geht es gegen Ende dieser Phase zu und die Bisse nehmen auch deutlich ab. Die zweite Mondphase heute, die größere, die ist dann zwischen 17 und 19 Uhr am Abend. Das ist der Punkt, wo der Mond sich unter der Erde befindet, also genau am anderen Ende der Erde, wo wir jetzt stehen. Schauen wir mal, ob es da auch nochmal so eine Phase gibt. Allerdings hoffe ich auch, dass sich die Zander hier nicht nur an dem Mond halten. Und wir auch jetzt quasi weiterhin noch einige Fische fangen können.
offensichtlich genau den richtigen Köder erwischt. So war kein großer. Nämlich auch von der Aktion her. Ja. Na ja, jetzt bockt er. Jawohl, sechs. Der hat 52. 52. Petri, Jungs. Läuft bei der Konkurrenz. Oh, das ist ein schöner. Nimmst du mal die Route da weg? Vielleicht Kescher eben nehmen? Ja. Weil wenn der abgeht, das ist doch einfach so. Zack. Jawoll. Wir sind doch nicht doof. Hier, Chef, das. Sehr gut. Oha, den hat er aber gewollt, ey. Erstmal Zange bereit. Super. Super. Super Bursche. Super Catch and Release. Löser. So für hiesige Verhältnisse. Ganz gut. Und er ist 52. Ja. Hier. 52er Linie. Gute Nacht. Stark, Jochen. Yes. Komm, dann machen wir aber noch ein, zwei Minuten. Ja, okay.